ist ein Pokémon mit den Typen Fee, existiert seit der zweiten Spielgeneration und vor Veröffentlichung der sechsten Spielgeneration besaß es den Typen Normal, bis er dann wie gesagt zum Typen Fee gewechselt ist. Es selbst kann sich zu Pipi entwickeln, welches sich dann wiederum zu Pixie weiterentwickeln kann. Pi ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das rosa und braun erscheint. Mit Ausnahme der braunen Ohren ist sein Körper rosa gefärbt. Es hat einen rundlichen, gedrungenen Körper, der eine leicht sternförmig oder sehr eine leicht sternförmiges Gesicht eben hat. Und sein Gesicht liegt im Zentrum des Körpers und besteht aus zwei kleinen schmalen Augen, einem Mund und parallel daneben zwei Grübchen. Oben am Kopf befindet sich ein kleiner spiralförmiger Fortsatz, der einer Haarlocke nachempfunden ist. Und dieser Fortsatz wird von den relativ großen Ohren umrahmt. Die sehr kurzen Arme sind unterhalb des Gesichts zu sehen und die Beine sind dementsprechend kurz. Schließlich besitzt das Feen-Pokémon noch einen kleinen spiralförmigen Schwanz und in seiner Shiny-Form hat Pi eine dunkelrosane Färbung bekommen und auch die Ohren haben sich zu einem Grün geändert. Wie viele Baby-Pokémon erlernt Pi nur sehr wenig Nicht-Status-Attacken per Levelaufstieg. Pi erlernt nur zwei solche Attacken, nämlich Fund und Zauberblatt. Pi sind vom Typ Fee, erlernt jedoch nur zwei Attacken von diesem Typ via Level-Up, nämlich Charm und Bitterkuss. Da Pi insgesamt nur 7 Attacken erlernen können, empfiehlt es sich, es frühzeitig zu entwickeln. Gewöhnlicherweise besitzen Pi die Fähigkeit Schambolzen oder Magieschild. Stellt der Gegner mit einem Pokémon mit Schambolzen Kontakt her, verfällt er mit einer 30%igen Wahrscheinlichkeit in den Anziehungsstatus, sofern er von anderen Geschlecht ist. Auf Pi mit der Fähigkeit Magieschild hat nur direkter Schaden eine Wirkung, das heißt zum Beispiel Wettereffekte wie Hagel schaden diesem Pokémon nicht. Selten besitzen Pi die versteckte Fähigkeit Freundehut, welche dafür sorgt, dass in einem Mehrfachkampf verbündete Pokémon 25% weniger Schaden erleiden, solange Pi aktiv am Kampf teilnimmt. Pi haben wie ihre ganze Entwicklungsreihe eine besondere Verbindung zu Sternen und Meteoriten, die ihr Verhalten stark beeinflusst. Man findet Pi nur äußerst selten in freier Wildbahn in den Spielen der Hauptreihe, nur an zwei verschiedenen Orten, nämlich dem Kraterberg in der Sinnoh-Region und dem Hokulani-Berg in der Alola-Region. Während die Krater am Kraterberg durch Meteoriten entstanden sind, ist der Hokulani-Berg der einzige Ort, wo man das Meteor-Pokémon Metino findet. Neben diesem Bezug zu den Meteoriten heißt es, dass, wenn viele Meteoriten den Nachthimmel erleuchten, man Pi öfter begegnen kann. In Nächten mit besonders vielen Sternschnuppen kann man Pi im Kreis tanzen sehen. Dann tanzt es die ganze Nacht hindurch und hört erst bei Sonnenaufgang auf, um seinen Durst mit Morgentau zu stillen. Manchmal wurden Pi beobachtet, die tief in der Nacht gebannt, das Funkeln von Sternschnuppen beobachten und dabei den Eindruck machten, als schwelgen sie in Gedanken an ihre Heimat. Daher und weil seine Silhouette aussieht wie ein Stern, glauben viele Menschen, es könne auf Sternschnuppe reiten. Pi leben normalerweise in großen Gruppen mit ihren Weiterentwicklungen und viele Menschen glauben immer noch, dass Pi ursprünglich aus dem Weltall kommen. Pi ist dabei ein Baby-Pokémon und besitzt seit der zweiten Spielgeneration diese Stufe der Evolutionsreihe von Pipi und Pixie. In den Spielen erreicht Pi seine Basisform, wenn es genügend Zuneigung zu seinem Trainer sammeln konnte und im Anschluss einen neuen Level erreicht. Pi selbst ist unter anderem durch eine einfache Zucht seiner Weiterentwicklungen erhältlich. Die Entwicklung von Pipi zu Pixie wird durch einen Mondstein ausgelöst. Bei der Entwicklung zu Pixie nimmt Pipis Körper deutlich an Größe zu, dabei werden seine Ohren spitzer und seine Flügel zusätzlich deutlich größer. Zudem wird seine Fellfarbe etwas heller. Pi zeigt bereits die Grundzüge von Pipi und Pixie, allerdings noch in einem frühkindlichen Stadium, was zu seiner Stellung als Baby-Pokémon passt. Bei der Entwicklung zu Pipi bilden sich Pis Proportionen deutlich heraus und es wachsen ihm kleine Flügel auf dem Rücken. Mit seinen verschiedenen Typen, denn wie gesagt, erst ab der 6. Generation hat er den Typen Fee bekommen, vorher war es Normal, das heißt bis zur 6. Spielgeneration war es immun gegen Geistattacken,
nahmen doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest normalen Schaden. Ab der 6. Spielgeneration, wo er den Typen Fee bekommt, ist er immun gegen Drachenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf, Käfer und Lichtattacken, doppelten Schaden gegen Gift- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.